Stadtgespräch. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Ich freue mich schon sehr auf meinen heutigen Gast. Sie war über 20 Jahre lang die Frontfrau, musikalische Leiterin und Produzentin der Kelly Family, bis sie 1990 entschloss, eine eigene Karriere zu starten. Sie hat schon auf der ganzen Welt gelebt oder fast überall auf der Welt und mittlerweile lebt sie aber bei uns in Köln in der schönen Domstadt. Bei mir jetzt Kathy Kelly. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ich hatte jetzt gerade Kathy Kelly. Ich habe aber auch schon Kathy gehört oder Cassie. Wie soll ich sie am besten nennen? Man sagt hier in Köln Kathy, die Kathy. Ach, Kathy ist am einfachsten. Schön Kölsch, ne? Ja, genau. Kathy. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz uns und den Zuschauern ins Gedächtnis zurückrufen. Zu Zeiten der Kelly Family sahen Sie noch ein bisschen anders aus. Die Haare waren, glaube ich, ähnlich, auch so dunkel. Aber die Kleidung war schon anders, ne? Ja, bisschen folkloristischer, also Theaterkostüme gehabt aus unserer Fondos und so weiter. Wir haben einfach getan, was wir wollten. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück zur Kindheit. Sie sind in den USA geboren, sind aber in Spanien groß geworden, ist das richtig? Ja, genau so. Ja, ich bin, als ich 5 war, hat mein Vater mich nach Spanien gebracht, in der Nähe von Madrid. Und dann bin ich groß geworden in einem ganz kleinen Dorf mit 1200 Einwohnern. Ohne fließendes Wasser, ein bisschen wie die Türkei. Aber es war ein schönes Leben, also sehr, sehr friedlich, sehr fröhlich, sehr viel gesungen, sehr viel gefeiert und so weiter, ja. War also gut. Sind Sie auch musikalisch groß geworden? Ja, ja, ja. Also seit ich 8 bin, habe ich dann Unterricht genommen, Gitarre, dann habe ich alle Instrumente gelernt, Mandoline, Akkordeon, Piano, Geige, Bass und so weiter. Und nicht nur musikalisch, auch sportlich. Sie sind, haben auch Ballettunterricht bekommen. Ja, Intensivballett gemacht. Seit ich 9 bin bis 18 habe ich ungefähr 5 Stunden am Tag. Also ich war richtig ausgebildeter Balletttänzer, ja. Und Ihre Eltern haben ja damals erst in den USA zusammengelebt, haben dann irgendwann überlegt, nach Spanien auszuwandern. Ja. Wissen Sie den Grund? Mein Vater hat das damals entschieden. Es war der Zeit, wo in den 60er Jahren sehr viel Wirbel da war und da war der, als der Kennedy gemördert wurde, dann dachte, wenn er ein Präsident nicht sicher ist in seinem Land, dann bin ich auch nicht sicher und dann wollte er einfach, dass wir in allen Frieden und ein gutes Leben haben. Deswegen hat entschieden, ich will einfach, dass meine Kinder nicht in so eine gewalttätige Gesellschaft aufwächst. Und deswegen hat uns nach Spanien gebracht. Wissen Sie, warum er gerade Spanien ausgewählt hat? Er war ein ganz großer, er hat sehr gerne, er hat studiert, Philosophie, Theologie, er war fast Priester geworden, also 6 Monate später hätte er seine Geweiht gemacht als Jesuit. Mhm. Und die Jesuiten, deren Gründer kam aus Spanien. Er dachte, er war Spanier, er war aber Baske, aus Nordspanien. Und das ist Loyola, der Gründer von den Jesuiten. Und deswegen, er hat über Spanien sehr geschwärmt, also deswegen. Dann ging es nach Spanien. Ja. Was haben Ihre Eltern dann beruflich gemacht in Spanien? Mein Vater war davor Lehrer. In Amerika, in Spanien hat er dann Antiquitäten gekauft, in Spanien weiter nach Amerika importiert. Dann also ist er ein ganz großer Antiquitätshändler geworden. Antiquitätenhändler. Ja. Wann kam denn dann letztendlich der Entschluss, der kam glaube ich von Ihrem Vater, dass Sie sich das Geld als Straßenmusiker verdienen? Das kam kein Entschluss und es ist einfach passiert. Also wir Kinder, die groß waren, haben angefangen Musik für Ballett zu machen als Spaß, ja. Und ich habe angefangen, Musik zu studieren mit 9. Und ungefähr der Zeit, als ich 14 war, wir haben musiziert, nur für Spaß. Und mehr kam ein Ansturm, dass die Leute sagen, komm hier, komm da, wir werden überall eingeladen. Und einmal in Madrid, in der Piazza Mayor, das ist im Zentrum Madrid, ich war damals sehr, sehr scheu, unglaublich scheu. Ja. Ich bin sehr scheu. Ich bin auf die Bühne explosiv, aber privat noch sehr scheu. Wollte ich nicht so im Publikum. Und ich sagte, bring den Akkordeon. Und dann haben wir angefangen zu spielen in der Piazza Mayor. Und es war so ein Ansturm. Und da haben sich 3 Männer gekämpft gegeneinander, um den Hut rüber zusammen.
Das haben die von selbst gemacht. Und das war eine riesen Buchse voll. Da dachte man einfach, oh, da haben wir unsere, das hat unser Leben verändert. Und danach hat er mir entschieden, mehr mit der Familie zu bleiben. Nicht so, weil er, wenn er nach Amerika ging, blieb der 4 Monate, manchmal 6 Monate weit von der Familie. Und dann hat er entschieden, vielleicht können wir am Wochenende was machen und bleibt er dann bei der Familie. Und so hat das angefangen. Dann sind wir von Südspanien nach Nordspanien gegangen und bekamen ja sehr viele Einladungen, überall zu auftreten und so weiter. Das heißt, Ihr Vater hatte zu dem Zeitpunkt schon den Job als Antiquitätenhändler aufgegeben? Ja, an bestimmten Punkten dann ja. Also dass, als wir schon dann 10 Kinder waren, dachte ich, ich muss jetzt bei den Kindern bleiben, weil das ist so viel für die Frau, wenn er weit weg ist. Verständlich. Ja. Dann gab es irgendwann eine Reise nach Rom. Da gab es auch ein einschneidendes Erlebnis. Also bevor Rom hatten wir unsere eigene Art von Nightclub gehabt in Pamplona, wo die Musiker kamen und viel Jamming, alle Sorten von Musik gespielt wurde. Von Klassik, Pop, Jazz, baskische Musik, spanische Flamenco, also die haben sie alle vermischt. Das war ein richtiger Crossover. Wir haben das dann aufgegeben, angefangen, mein Vater wollte uns dann Rom zeigen, wo er studiert hat, in die Gregoriana. Und wir haben in dem Auto in den Parkplatz gelassen, in dem Kolosseum. Dann kam er wieder zurück und das ganze Geld und die Kameras und alles, was ein bisschen wert war, weg war. Und dann sagten wir, was machen wir jetzt? Und dann sind wir bei den Fußgängerstraßen gegangen in Rom und da haben wir auch einen riesen Ansturm, immer die Straße immer blockiert. Und in Rom dürfst du einfach nicht irgendwie die Straßen blockieren. Die Polizei hat gesagt, er könnte aber weiter spinnen, wenn er weiter ein bisschen läuft. Dann wird ganz langsam weitergelaufen. Das heißt, das Auto wurde ausgeraubt, aber die Musikinstrumente wurden nicht gestohlen. Genau, glücklicherweise. Die Kostüme, ja. Wie war das damals für Sie in Rom, vor so vielen Menschen aufzutreten? Es war schon eine große Welt für uns. Ich bin in Spanien groß geworden, wie gesagt, in einem ganz kleinen Dorf. Ich ging oft nach Madrid, aber Europa zu entdecken war schon für uns was Schönes. Ja. Also es war nicht nur Rom, es war ganz Europa. Ja, wir sind dann von Rom Norditalien weiter gereist und über den Alpen, Tirol ein bisschen. Und dann sind wir 3 Wochen in München. Aber als wir in Rom waren, hatte ich dann den Solist von den Wiener Sinfoniker kennengelernt, der mich eingeladen hat, mich weiter Geigeunterricht zu geben. Und dann haben wir diese Einladung wahrgenommen und von München, nach 3 Wochen in München, sind wir direkt nach Wien gegangen. Und dann haben wir oft in die Kettnerstraße, heißt das, die Hauptstraße in Wien gespielt. Und da hat uns dann Bernard Paul entdeckt. Für ihn war es seine 2. Saison. Und hat uns dann eingeladen, als Winterquartier mit ihm die 2. Saison mitzuspielen. Und dann haben wir einen Zirkus gewohnt, Kärntnerstraße gespielt und abends, wenn der Auftritt war, bei Roncalli auch gemacht. Ne? Und ich habe weiter Geige studiert in Wien. Das heißt, im Zirkus Roncalli haben Sie ja nicht irgendwelche Trapezübungen gemacht, sondern wirklich gesungen als Kelly Family. Ich mehr gesungen, Geige gespielt, aber die Kleineren, Joey und Jimmy, haben so Akrobatik, hat Spaß gemacht. Deswegen kommt diese Liebe zum Zirkus. Ja. Hm.